So. Das machen wir nochmal. Ich hoffe, es funktioniert. Ich habe leider was falsch gemacht. Und zwar geht es jetzt um den Erfolg Alter Grießkram. So. Hallo. Sie sind Herr Steiner? Tut mir leid, Sie zu stören, Herr Steiner. Mein Name ist Kate Walker und ich bin hier, um die Prothese für den jungen Kirk, den spirituellen Führer der Yukol, abzuholen. Nun, Frau Walker. Eigentlich hat mich Dr. Gefimova informiert, dass der junge Mann noch nicht bereit für die Operation ist und das... Herr Steiner, ist alles in Ordnung? Das ist nicht möglich. Dieser Anhänger um Ihren Hals. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ihn mir einen Moment lang überlassen würden. Bitte, Frau Walker. Okay. Mein Gott. Ein XZ-2000-Automatenherz in betriebsfähigem Zustand. Ein Ausgleichsfederspeicher. Pendelherzkammern und kleine mechanische Pumpen. Ja. Alles scheint in gutem Zustand zu sein. Donnerwetter. Wo haben Sie das gestohlen, Frau Walker? Ich bin keine Diebin, Herr Steiner. Dieses Medaillon gehörte meinem Freund Oskar. Es ist ein Andenken, das mir sehr viel wert ist. Verstehen Sie? Und außerdem bin ich gar nicht deswegen hier. Ach so. Und doch bin ich mit dieser Art der Präzisionsmechanik sehr vertraut. Eine teuflische Präzision. Unglaublicher, einzigartiger Sachverstand. Das stammt von einem Vorarlberg-Automaten, Frau Walker. Ja, es war Hans Vorarlberg, der diesen Gegenstand entworfen hat. Kannten Sie ihn? Oh ja. Er hat sogar ein paar Jahre hier gelebt. Wir haben viel zusammengearbeitet. Er hat mir so viel beigebracht. Also ist es zwecklos, wenn Sie sich irgendwelche Geschichten ausdenken, Frau Walker. Und ich fürchte, Sie werden so lange hierbleiben, bis Sie mir die Wahrheit gesagt haben, wo dieser Gegenstand herkommt. Haben Sie Angst? Ich habe nichts gestohlen. Also geben Sie mir die Prothese für den jungen Yukol und lassen Sie mich gehen. Sonst was? Werden Sie die sonst auch stehlen? Gar nichts bekommen Sie von mir, wenn Sie mich angreifen. Oh. So. Wir haben ihn abblitzen lassen. Herr Steiner? Ist alles in Ordnung? Mein Herz brauche meine Medizin. Schnell. Oh. Halten Sie nur still. Ich hole Ihnen sofort Ihre Medizin. Also, würden Sie mich meinem Schicksal überlassen? Wir versuchen, rauszukommen. Das wäre Punkt 1. Fühlen Sie sich wie zu Hause? Beachten Sie mich gar nicht. Ich bin ja nur der Besitzer. So. Ihr wisst Bescheid. 17 Uhr.
Mist, Tasse vergessen. Oh, das wäre wieder beinahe schief gegangen. Glück gehabt. Ich schaue noch mal fix nach. Ja. Danke für Ihre Hilfe, Frau Walker. Ich fürchte, ich war etwas voreilig mit meiner Einschätzung von Ihnen. Nicht der Rede wert, Herr Steiner. Erzählen Sie mir stattdessen von der Prothese. Ich muss sie Kirk wirklich bald bringen, wenn Sie bereit sind, sie mir zu überlassen. Ja, ja, ja. Ich muss nur noch ein paar kleine Anpassungen vornehmen. Sie ist mit sehr präziser Mechanik ausgestattet, verstehen Sie? Wird das lang dauern? Tut mir leid, wenn ich dränge, aber ich muss auch den unglücklichen Yukol helfen. Ich muss einen Weg finden, wie Sie mit Ihrer Straußenherde den See überqueren können. Ich habe wirklich viel zu tun. Wenn das mechanische Bein fertig ist, kann ich in die Klinik gehen und den jungen Kirk zu Ihnen bringen. Dann können Sie sich stattdessen ganz auf die anderen Yukol konzentrieren. Das ist sehr freundlich von Ihnen, Herr Steiner. Aber warum tun Sie das alles? Ach, vorhin war ich nicht sehr nett zu Ihnen. Und auch die Art, wie die anderen Stadtbewohner hier in meiner eigenen Stadt die Yukol behandeln, widert mich an. Also will ich diesen armen Teufeln helfen. Selbst wenn ich mir nicht so sicher bin, ob sie den See überqueren sollten. Möchten Sie darüber sprechen, was vor 20 Jahren in Baranur geschehen ist? Wie um alles in der Welt haben Sie davon erfahren? Die Regierung hat immer alles getan, um diese schreckliche Geschichte zu vertuschen. Ich habe das Schiffslogbuch gelesen, das Kapitän Obo damals geführt hat. Was ist wirklich dort passiert, Herr Stein? Seit dem letzten Straußenzug hat sich Baranur in die Hölle verwandelt. Bitte begleiten Sie mich nach unten, Frau Walker. Ich zeige Ihnen, was ich meine. So, jetzt muss ich bloß gucken, ob das jetzt wird oder erst später. Mal die Zeitung eingesteckt. Der Film fehlt. Das war anscheinend nicht der richtige Moment. Sehen Sie bei den Regalen dort drüben nach, Frau Walker.
Sie sollten einen Film über Baranur finden. Wird gemacht. Ich muss es probieren. So. Wenn Sie die Filmrolle gefunden haben, legen Sie sie in den Projektor ein. Gucken wir es noch mal kurz an. Baranur. Baranur, die verfluchte Stadt. Baranur, die Märtyrerstadt. Baranur besteht nur noch aus Ruinen und Verwüstung, seit Reaktor Nummer 3 des Atomreaktors explodiert ist. Valsimbor liegt auf der anderen Seite des Sees, geschützt vor den anhaltenden Winden. Und zum Glück scheint es von den tödlichen radioaktiven Wolken verschont geblieben zu sein. Unsere Stadt wurde mobilisiert, um unsere Nachbarn zu Hilfe zu eilen. Obwohl unsere Stadt im Angesicht einer solchen Katastrophe nur über bescheidene Mittel verfügte, gab es unter uns doch einige brillante Maschinenbauer. In Rekordzeit entwickelten sie eine kleine Armee von Automaten, die den Betroffenen helfen konnten. Diese Männer und Hunde aus Stahl konnten dorthin gehen, wo Menschen keinen Fuß mehr hinsetzen konnten, ohne ernsthaft zu erkranken. Da drüben konnten sie als Ausgräber, Rettungskräfte und Träger für Verletzte dienen. Juhu! Oscar! Sie sehen alle so aus wie er! Prachtstücke, nicht wahr? Das Modell XZ-2000 ist sicherlich eines von Hans' Meisterwerken. Ihr Auftrag war es, Überlebende der Katastrophe nach Valsimbor zurückzubringen, wo die Opfer in Dr. Samyatins Klinik die bestmögliche Behandlung bekommen sollten. Die Kristall, die Fähre, die normalerweise jeden Tag zwischen den Städten Valsimbor und Baranur verkehrte und die eine neue Art von Rettungskräften zum Schauplatz des Dramas brachte und die Überlebenden der Katastrophe da herausholte. Also wurde Baranur durch einen Reaktorunfall verwüstet. Aber laut diesem Film haben die Automaten, die sie mit Hans entwickelt hatten, viele Leben gerettet, richtig? Ich fürchte, es kam anders. Wegen Kapitän Obo, der... Sarah, Frau Walker. Das ist Sarah, meine Enkelin. Licht wieder aus. So. Frau Walker, das ist Sarah, meine Enkelin. Schön, Sie kennenzulernen, Sarah. Ich bin Kate Walker. Ich muss eine Kerze für Frau Walker anzünden. Dank ihrer Besonnenheit und Geistesgegenwart bin ich noch am Leben. Sie fand meine Medikamente und gab sie mir, bevor es zu spät war. Donnerwetter! Du meinst, du hattest wieder einen Anfall? Ah, du bist so ungezogen, Großvater. Du musst dich unbedingt von Dr. Samyatin untersuchen lassen. Nicht jetzt, Kind. Wenn ich dem jungen Jukul seine Prothese bringe, schaue ich beim guten Doktor vorbei. Warum unterstützt du bis dahin nicht Frau Walker? Sie sucht verzweifelt nach einem Weg, wie die Jukul-Karawane den See überqueren kann. Um ehrlich zu sein, habe ich schon eine Lösung. Das Schiff in dem Film, die Kristall. Mir ist gerade klar geworden, dass es das Schiff sein muss, das im Hafen liegt. Ich schätze, wenn es die Automaten von Ihnen und Hans transportieren konnte, sollte es auch die Strauße über den See bringen können. Ach,
Das ist keine schlechte Idee. Aber leider gibt es da ein kleines Größenproblem, Frau Walker. Was um alles in der Welt meinen Sie? Obo wurde zum Wrack, nachdem er unsere Automaten in Baranur zurückließ. Ach was. Der Feigling ertränkt seine Sorgen jetzt in Wodka. Er ist überzeugt, dass er wegen des Monsters im See geflohen ist. Angeblich hat der Idiot das Monster gesehen. Himmel, Herrgott! Also machte er kehrt und ließ die Automaten in Baranur zurück und ebenso die Menschen, die sie dort retten sollten. Großvater, ich weiß, du bist wirklich wütend auf Kapitän Obo, weil er die Automaten, die du mit Hans gebaut hast, in Baranur zurückließ. Er hätte auf sie warten sollen. Sie sollten die Überlebenden, die sie in den Trümmern fanden, aufs Schiff bringen, um mit ihnen hierher nach Walsenbord zurückzukommen. Aber als er das Ufer von Baranur erreichte und die Katastrophe und all die Toten sah, bekam er große Angst. Die Krankheit, die Strahlung. Er muss eine Panikattacke gehabt haben. Also wendete er sofort, kippte die Maschinen in den See und kam mit leeren Händen nach Walsenbord zurück. Und die Automaten befinden sich seither dort, in der Hölle. Aber wer weiß, vielleicht will er ja seine Ehre wiederherstellen. Ich bin sicher, Kate wird ihn überzeugen können, den Yukol zu helfen. Ich muss jetzt zu meiner Schicht im Gasthaus. Kommen Sie doch später mal bei mir vorbei, okay? Kapitän Obo wird auch dort sein. Gut, dann versuche ich, Kapitän Obo zu überzeugen. Danke für alles, Herr Steiner. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen Glück wünschen sollte, Frau Walker. Baranur ist jetzt nur noch ein offenes Grab. So, er arbeitet jetzt an der Prothese. Ich bin echt gespannt. So. Okay. Donnerwetter, Frau Walker. Ich brauche Ruhe, Frieden und Konzentration, wenn ich diese Prothese fertigstellen soll. Wieder den Mann gestresst. So, es hat funktioniert. Alter Grießkram freigeschalten.